Nee, Pergamon ist in entweder in der Türkei oder in Griechenland. Was bist du? Mazedonien? Wo hat ihr Auszählreim geendet? Noch gar nicht. Also. Wie versuchen Sie es zu ergründen? Oder indem ich nachdenke. Also ich versuche herauszufinden. Also in der Türkei gibt es ja diese Pamukkale. Das fängt ja auch mit P an. Und deshalb. In Griechenland gab es Pythagoras. Fängt auch mit P an. Ja. Ruinen gibt es da überall. Türkei. Die Nummer 4. Ja. Türkei. Gut, zack, ihr wird eingeloggt und um 19.40 Uhr verrate ich Ihnen dann, ob Sie recht haben oder nicht, weil diese Sendung ist vorbei. 18.30 Uhr Nachrichten in Sat 1 und wir wieder um 19.40 Uhr. Tobias und die Quizshow. Der vielleicht fleißigsten Band im Showgeschäft, während ihr hoffentlich eure Fab Moving. Fußball. Schauen wir mal. Der aufgeschlitzte Oberschenkel. Mittwochabend 19.40 Uhr. Sie sehen die Quizshow aus Berlin und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wenn Sie Lust haben zu telefonieren, dann können Sie jemanden anrufen oder noch besser, Sie rufen uns an, weil da haben Sie nämlich die Chance, Kandidaten der Quizshow zu werden. Die Telefonnummer ist die 0190 24 25 24. Beantworten Sie mir drei Fragen und unter Umständen klappt das hier mit Ihrer Kandidatur bei der Quizshow. Und jetzt möchte ich weiterspielen mit einem jungen Mann, den kennen Sie bereits aus der 18 Uhr Sendung. Hier kommt Tobias Lutz. Erstmal ein Schluck, Tobias aus Bonn und Sie sind ja Mitarbeiter in einer Möbelspedition, ja, aber auch Leadsänger in einer Band namens Hammerhead. Hammerhead. Und die Musikrichtung ist Punk. Punk. Was gibt's denn da zu kichern? Allerdings. Weil ich vorher in der 18 Uhr Sendung gefragt habe, ist das hart? Und wahrscheinlich haben Sie sich gedacht, du Blödmann, hast überhaupt keine Ahnung davon, was hart ist. Ist das harte Musik, Punk oder Punkrock? Kann man so nicht sagen. Das ist jedem freigestellt, zu meinen, was ist. Okay, gut. Also, wir sind bei Frage 7. Ja. In welchem Land liegt die Ruinenstätte Pergamon? Und Sie haben sich für die Türkei entschieden. Das Relief des Tempels wurde 1902 nach Berlin gebracht und dort im Pergamon-Museum ausgestellt, also wieder aufgebaut. Und Sie fragen sich natürlich, wo hat man es hergeholt? Oder von wo ist es dahin gekommen? Es kam aus der Türkei! Und das bedeutet 52.000 Mark. Was machen Sie mit so viel Geld? Das reicht noch nicht, um sich zur Ruhe zu setzen. Okay, hier kommt die nächste Kategorie. Politik. 30.000. Ist die achte Frage, 30.000 Mark? Dann spielen Sie jetzt um 82.000 und 22.000 bekommen Sie auch, wenn Sie jetzt eine falsche Antwort geben sollten. Achte Frage, echtes Geld, Politik ist das Thema und das wollen wir von Ihnen wissen. Wer leitete das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung? Franz Müntefering, Bodo Hombach, Uwe Carsten Heye,
Julian Niederrümelin, Ludger Vollner, Hans Eichel, Werner Müller oder Peter Struck? Wer leitet das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung? Also der Eichel ist Finanz, der Münte ist... Münteferien ist irgendwas in Nordrhein-Westfalen. Bodo Hombach war auch irgendwas mit Presse, ist aber abgeschoben worden. Der Niederrümelin hat mit Kultur zu tun, der Vollmer ist von den Grünen und macht das bestimmt nicht. Ja, der Werner Müller ist parteilos und macht das auch nicht. Dann ist er auch für irgendwas anderes zuständig. Ich glaube, der Struck und der Haie, Kaladel Haie. Der Struck ist schon ständig im Fernsehen, aber warum? Der Haie, der hat doch mal was mit der Bild zu tun gehabt. Fraktionsvorsitzender Struck. Wie heißt der Haie mit Vornamen nochmal? United Kingdom oder? Uwe Carsten. Uwe Carsten. Uwe Carsten Haie, Ludger Vollner. Also ich schwanke zwischen Haie und Vollmer. Warum sollte ein Grüner das Informations- und Presseamt, Informationsamt der Bundesregierung leiten? Das gibt die SPD doch nicht her. Aber was ist der Ulrich Carsten für einer? Ist das ein SPD-Ding? Machen sich auch gerade nicht leicht. Nee. Aber eher blöd. Also 3 davon, 84, 4 hier. Der Vollmer, die 5. Wie sind Sie da jetzt drauf gekommen? Spontan. Irgendwie habe ich es im Kopf, dass er irgendwas mal da zu sagen hatte, glaube ich. Ich glaube, der Vollmer ist es. Ja. Sie sagen mir, wenn ich einloggen soll. Jetzt loggen Sie ein. Aus die Maus. Gut. Jetzt machen wir Werbung. Und dann gibt es die Antwort auf diese Frage. Bis gleich. Da sind wir wieder mit der Quizshow und für Tobias aus Bonn geht es gerade um sehr viel Geld. Nämlich um 82.000 Mark oder um 22.000. Wir wollten von ihm wissen, wer leitet das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Ich wollte Sie da nicht unterbrechen, weil Sie haben einen sehr ausdrucksstarken Kampf mit sich ausgetragen. Sie haben geschwankt zwischen Uwe Carsten Haie und Ludger Vollmer. Und Sie haben sich für beide Erklärungen geliefert und haben sich dann für Herrn Vollmer entschieden. Sie haben gesagt, ein Grüner kann das eigentlich nicht haben, denn warum sollte die SPD das hergeben? Dann waren Sie sich doch nicht sicher.
Also einer dieser beiden Herren ist Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und der andere leitet das Presse- und Informationsamt. Und der das Presse- und Informationsamt leitet, und zwar seit 1998, das ist Uwe Carsten Haie. Und das finde ich, ja, sagen Sie es ruhig. Weil ich finde, Sie haben das bei Ihren Ausschlusskriterien auch verdient. Wieso sind Sie bei der SPD geblieben? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, er wäre irgendwie von der Zeitung. Also, 22.000 Mark sind es von mir. Sie gehören hin. Und die Gesangsanlage. Alles klar. Gut. Und bravo. Danke. Danke fürs Spiel. Ja. Jetzt wird das alles nochmal besprochen. Jetzt passiert alles nochmal Revue. Und wir suchen...